Die Top-Spiele für März schauen wir uns in diesem Video an. Alle Apps gibt es kostenlos für Android und iOS. Die Links sind wie immer unten in der Infobox. Bei Flaming Core steuerst du in einer futuristischen Welt einen Kern durch schwierige Level. Wenn du den Bildschirm gedrückt hältst, aktivierst du die Bullet Time und kannst auf die Feinde zielen. Du musst reaktionsschnell den Geschossen und anderen Gefahren ausweichen. Dabei kannst du das Abprallen von den Wänden nutzen und fürs Überleben solltest du auch oft die Bullet Time, in der alles langsamer wird, einsetzen. Auch die Grafik und die Hintergrundmusik sind sehr cool. Puzzle Clash ist ein sehr gutes Puzzlespiel. Besonders cool sind die 1-gegen-1 Duelle gegen echte Spieler. Hier kommt es auf deine Geschwindigkeit an, damit du mehr Teile richtig setzt als dein Gegner. Der Gewinner bekommt Münzen und Preise. Du kannst an wöchentlichen Turnieren teilnehmen oder auch entspannt alleine spielen. Es ist sogar auch möglich, eigene Puzzles aus deinen Bildern zu erstellen und dann mit Familie oder Freunden zu teilen. Bei Robbery Madness spielst du einen Dieb, mit dem du dich zuerst durch ein Shoppingcenter schleichst. Es gibt verschiedene Versteckmöglichkeiten und Taktiken, um nicht von den Überwachungskameras und von den Sicherheitsrobotern erwischt zu werden. Teilweise musst du geduldig auf den richtigen Zeitpunkt warten und dann schnell und zielstrebig losrennen. Das Game ist ziemlich witzig und kann eine Menge Spaß machen. Typoman Mobile ist ein kreativ gestaltetes Jump-and-Run-Spiel. Du rennst und springst durch die Level und kannst mit deiner Spielfigur Buchstaben verschieben und Wörter vervollständigen. Dadurch kannst du deine Umgebung verändern, zum Beispiel können so Wege freigemacht werden, oder es verändern sich andere Dinge, wodurch du im Level weiter vorankommst. Es sind zwar englische Wörter, aber es ist so konzipiert, dass du auch ohne Englischkenntnisse die Rätsel lösen kannst. Die mysteriöse Welt, der Soundtrack, die Story und das interessante Spielprinzip machen es zu einem extrem guten Spielerlebnis. Skylanders: Ring of Heroes ist ein neues Rollenspiel mit spannenden Abenteuern. Es gibt viele verschiedene Skylanders-Charaktere, die du sammeln, verbessern und zu guten Teams zusammenstellen kannst. Im Kampf kannst du dann die einzelnen Spezialfähigkeiten clever einsetzen. Um zu gewinnen, musst du deine Angriffe gut überlegen und sparsam deine Mana verwenden. Du kannst auch in Echtzeit gegen andere Spieler antreten. Die Grafik ist sehr gut und das Game ist abwechslungsreich. Endless Lake ist ein wunderschönes Spiel, bei dem du über einen See rennst und nicht ins Wasser fallen darfst. Die Wege haben Löcher. Vor einem kleinen Loch musst du einmal tippen und wenn ein großes Loch kommt, musst du zweimal tippen, um drüber zu springen. Herausfordernd wird das vor allem dann, wenn die Spiegel kommen und Doppelgänger erzeugen. Dadurch kann es ganz schön kompliziert werden. Crowd City ist ein spaßiges Highscore-Spiel. Zu Beginn bist du eine Person und musst in der Stadt umherrennen, damit sich immer mehr Leute deiner Gruppe anschließen. Die Pfeile zeigen an, wo andere Gruppen unterwegs sind. Versuche, kleinere Gruppen aufzuspüren, damit sich diese dir anschließen und du weiter wachsen kannst. Jede Runde hat ein 2-Minuten Zeitlimit, dadurch ist Action garantiert und es eignet sich gut als kurzer Zeitvertreib.